Bin einfach zu dämlich für das Spiel, glaube ich. Ich bin am Zug. Was? Wieso spiele ich das beim Gegner? Wieso habe ich die eine Karte beim Gegner gespielt? So, wir hätten vorne im Angriff irgendwas brauchen noch. Jetzt dürfte ich passen eigentlich sozusagen, solange ich drüber bin. Jetzt ist er auf 10, darf ich nicht mehr passen. Mit 14 bin ich weit drüber. Das war schlecht. Ich weiß, jetzt ist er nämlich mit einem drüber. What the hell, jetzt ist er mal auf 10 oben. Ja, ich darf es passen, wenn ich drüber bin, oder nicht? Weil sonst verliere ich es ja. So, jetzt bin ich noch drüber, jetzt passe ich. Na, jetzt hat er 24 auf einmal. Jetzt habe ich gepasst. Jetzt habe ich halt nur mehr 1-1-1, das ist halt ein bisschen gammig-krieg. Eine 10-10er. Scheiße. Geht sich das aus, wenn ich die spiele, habe ich 9 dazu? 19. Das war beschissen. Spiel die 6. Ja, das war mir schon klar. Aber wenn ich jetzt noch spielen kann, dann habe ich verloren. Muss passen. Blödsinn, ich hätte eine Karte ziehen können. Und der hat jetzt eine Karte und gewinnt und ich habe keine mehr. Boah, ich bin ich dämlich oder bin ich dämlich? Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Das Spiel. Hat lange gedauert. Scheiße. Wolf verspielt plus das verspielt. Na, das war jetzt. Das habe ich wieder mal hinbekommen. So, wo sollen wir hin? Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise... Jetzt habe ich das, glaube ich, kapiert. Man muss die 3 Runden mit den Karten aushalten, wie viel man noch hat und nicht mehr.
Aber ja, das war ein bisschen zu spät. Man muss schauen, wie viele Karten der Gegner noch hat. Fünf Tage später. So. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da ein bisschen kämpfen gehen soll. Ja, wir hupfen runter. Nein, falsche Taste drückt. Komm. Nein, 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 Jungs. So, bisschen trainieren nämlich nebenbei, schadet glaube ich nicht. So, ein bisschen was aufsammeln. Schade, dass er das nicht gleich automatisch beim Drüberlaufen aufsammelt. Da oben wäre noch irgendwas. Weil das bringt ja auch eigentlich ein bisschen was an Erfahrungspunkten, zwar nicht so viel, aber ein bisschen was. Und ich glaube, ich sollte jetzt gerade wirklich alles mitnehmen und schauen, dass ich ein bisschen höher komme im Level, weil ich schätze, dass ich da einfach zu weit unten bin gerade. Einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf. Wo gibt es da Gegner? Soll zu der Verne gehen. Dann werden wir sich da mal auf den Weg machen. Geh vor! Der Priester betet. Siehst du das nicht? Jaki! Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du an dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Ah, oh, ich habe schon oft genug kostenlos gearbeitet. Pixel, ganz kurz zu deiner Frage, ob ich nach Far Cry was machen werde. Vorher schon, aber nur was ich machen werde, keine Ahnung. Gut, ich mache es. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Ja, mache ich schon. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Perfekt, dann schauen wir jetzt mal kurz den Quest. Oh, Level 10 und Level 5 bis 16, bist du deppert? Die sind Level 3. Oh mein Gott. Ah, irgendwie renne ich gerade verkehrt. ...2017 kommt das erst, nicht 2016. Also wird zwischendurch sicher wieder was anderes auch geben. So, da haben wir wieder ein paar Viecher.
schon. Boah, Level 6er. Na, das war nicht gut. Boah. Okay. Das war jetzt knapp wieder. Das war sehr knapp. Da soll man irgendwas verbrennen. Eine Prise Ignis. Aber es kommen immer wieder solche Spiele auch raus, wie, ja. Na, kann ich das nicht anzünden? Hä? Wieso kann ich das nicht anzünden? Ah, warte mal. Wir werden mal da runter gehen, dann noch ein bisschen kämpfen. Na, na, komm. Perfekt. War zwar nicht so besonders. Und wir müssen uns unbedingt wieder heilen, wir brauchen unbedingt mehr zum Essen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber wieso kann ich die nicht anzünden? Okay, das habe ich jetzt an... Muss ich doch mit meiner Schockwelle machen. Nur die hat immer in die falsche Richtung, weil da unten Hunde waren, die er erkannt hat. Wir hauen gleich nochmal eine Wasserflasche hinten nach. Bin ja am überlegen, ob ich nicht zwischendurch mein Pferd rufen soll, ob das nicht sinnvoller wäre. Was ist denn da unten für ein Viech? Ja, genau, hab mich doch gern. Null Schaden. Weglaufen, weglaufen. Ich hoffe, ich komme da weg. COD ist überhaupt nicht meines, sorry. Ja, ich muss eh noch, ich kann eh mal schauen, weil ich hab da. Nein, nicht da. Ich habe andere Sachen auch noch, außer. Ich weiß nicht, das eine brauche ich eh nicht mehr. Aber ich habe da auch noch was anderes. Aber ich weiß nicht, was halt am sinnvollsten ist. Wo ich auch viel Stück habe. Was haben wir da? Bratapfel. Hauen wir den Bratapfel mal rein. Schnell weg, schnell weg. Ruf der Scheiß. Ja, verfolgt mich nicht. Der Division habe ich auf jeden Fall vorzumachen, nur ist es verschoben worden auf nächstes Jahr. Also wird so bald nichts. Super, das sind ein Haufen Gegner wieder. Ja, stinkt wirklich wie ein Massenmörder. Und jetzt in der heiligen Höhle. Brennen sie gut. Super. Na, das kann ich vergessen gegen die Ghouls. Die sind viel zu heftig. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Schon ein Dreck da. Der Division ist ein Art MMO soll das sein, schwer zu beschreiben, kurz durchlesen. Ich hab kein Schild. Und wie benutze ich mein Schild? Ich hab zwar, ich weiß noch, beim Tutorial ist das durch angesprochen worden, aber ich habe keine Ahnung mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich renke bis jetzt zu den anderen da drüber.
Mein gelber Zauber. Ja, mit den Zaubern, da bin ich überhaupt noch nicht zurechtgekommen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie wirkt das für mich immer so, ja, sie sind vorhanden, aber bin mir nicht sicher, was da am sinnvollsten ist und was man am besten machen soll. Ich habe jetzt immer halt die den Feuerstoß oder wie das heißt gemacht, weil ich damit ja am besten gefahren bin. Das ist immer so eine Sache.